Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von der Let's Play Modern Sky. Nein, Engineers Live zum lieben Lance, mir und den lieben Tom. Hallöchen. Ja, jetzt bin ich komplett durcheinander. Also, seit der letzten Folge ist nicht so viel Zeit. Ich glaube jetzt 3-4 Tage oder sowas? Nee. Gestern? Okay, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall, hier ist jetzt nicht so viel passiert. Zwischendurch ist uns unsere Majestic Princess verstorben. Keine Ahnung warum, normalerweise können die Pristine nicht sterben. Es kann sein, dass wir irgendwie zu blöd waren und dann eine Ignoble zwischen hatten, keine Ahnung. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal. Weil sonst können nämlich auch die Pristine sterben. Auf jeden Fall, wir haben hier mittlerweile eine zweite Imperial drin, auch mit besseren Frames. Hier sind auch Frames drin, einfach weil wir noch ein bisschen Royal Jelly brauchen. Nebenbei züchten wir noch weiter die Industrious. Warum auch immer hier noch Imperial drin ist? Keine Ahnung. Hier ist auch noch Imperial. Ja, auch. Okay. Hey, wer hat die denn reingelegt? Keine Ahnung. Ich nicht. Hätte ich jetzt auch behauptet. Und ich mache weiter bei den coolen Power Spawnern. Genau. Also du weißt, wir brauchen davon 6 Stück kann ich machen. 2, 4, 6, 8 brauchen wir davon. Ja, Gas können wir aber... Ja. Können wir da auch drin machen. Ja, ich weiß, aber wirklich eigentlich... Ja, Gas ist auch blöd da drin. Also, ja. Ich sag mal, wenn du 6 Stück hast, reicht das. Dann killen wir die stückweise. Ja. Auf jeden Fall habe ich rausgefunden, wo man die Proven Frames herbekommt. Und zwar nur bei Händlern. Und ich habe auch rausgefunden, oder ich habe auch für die Mellow Comp habe ich eine Monastic beim Händler gekauft. Da läuft der klägliche Versuch hier noch durch, weil wir uns nur 2 Stücke leisten konnten. Was machst du im Hintergrund? Hm? Du machst irgendwas im Hintergrund. Im Hintergrund? Oh, scheiße, hört man den Ventilator auf TS? Irgendwas kratzt da gerade. Oh ja, das ist jetzt nicht mehr, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Oh, dann sag mir ja früher mal Bescheid. War ja gerade erst. Ja, du kannst bloß den Ventilator auch ausmachen. Ja! Ich schwitze jetzt wie ein Schwein. Ich auch. Dann habe ich nebenbei auch schon mal die Höllenbienen angefangen zu züchten. Hier ist eine ganz komische Mischung bei entstanden. Also ich glaube, wir haben hier so ziemlich alle Bienen drin, die man da rauskriegen kann aus der Hölle. Ha, das ist nicht mein Ventilator, das ist der Soulbinder, der so kratzt. Oh, komm, schade. Schade. Nee, das ist dein Ventilator. Glaub mir. Nein. Ist das Geräusch? Ja. Okay, ja. Doch wieder anmachen. Schade. Geil. Ja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie eine Monastic hinzukriegen. Denn das Problem ist, man kann nur Monastic-Drohnen kaufen, aber keine Princess. Das heißt, man muss halt einmal irgendwie hinkriegen, dass da eine Princess bei rumkommt. Hoffen wir, oder hoffe ich mittlerweile, dass das so ein bisschen hier durchgeht. Müssen wir mal gucken. Aber irgendwie wird das schon. Ich will heute nochmal den letzten Rest craften. Und zwar brauche ich einmal ein paar Buckets. Ach du Scheiße, warum haben wir so viele Eimer? Und wir haben nämlich hier drüben mittlerweile ein paar von den Silk Wisp fertig. 35. Ja, wer hat die wohl gemacht? Was? Du hast die einmal mal gemacht. Ja, kann sein, weiß ich nicht. ja, gut. Ein Power Spawner kostet mich 28 Level. Okay, viel Spaß beim Levelfarmen. Ach ja, Tom hat hier alles neu verkabelt, dass wir nicht so viel Schaden kriegen. Nur so nebenbei. Ist vielleicht ganz interessant zu erzählen. Genau, auf jeden Fall können wir jetzt die ersten Woven Silks machen. Wir haben nämlich noch ein paar Tropicals wieder gefarmt. Ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal das fertig ist. Unter anderem, weil das nächste Mal gefühlt 3 Wochen hin ist. Davon mal abgesehen. Dementsprechend, ja. Also, wir müssen halt vorproduzieren, weil ich habe Klausurphase und Tom kann nicht ganz so viel machen, weil er auch im Urlaub fährt. Von daher, ja. Miese Prise. Ach, ich habe unsere Saphirsäge übrigens gefunden. Wo war die denn? In einem Backpack. In dem...
Ja. Ja, die Backpacks haben teilweise noch was drin. Die nehmen das automatisch auf, die Kacke. Yep. Also. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir Eier haben. Ach du Schande, ist hier noch viel Krempel drin. Also wenn du mein Inventar sehen könntest. Ist da wirklich viel Zeug drin? Ja, die waren fast alle voll. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt gern den Adventure Backpack machen. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir das endlich mal fertig machen wollen. Dafür brauche ich noch einen Diamant. Dann haben wir nämlich das erste Kapitel endlich hinter uns. So, ein Diamant. Gibt es hier vielleicht auch irgendwas, was den Mobs ein bisschen Schaden macht? Also was wie ein Crusher gibt es nicht. Es gibt keinen Grinder, es gibt keine Spikes, es gibt hier gar nichts. Und dann soll man davon Fallturm vielleicht? Bei Endermans. Super Idee. Ja, hast recht. ich baue einen Kasten. Also einen Kasten würde ich halt so, also ich würde mehrere Kästen bauen, davon abgesehen, ja, und dann halt, also zumindest so 4 Stück oder so, und die treiben alle in die Mitte rein. Ja. Irgendwie sowas. Es geht nicht. Wasser geht nicht, da gehen die Endermänner weg. Hä, wieso haben wir keine Vectorplates? Nö. Gibt nichts, gibt keine Vectorplates, keine Fans, keine nichts. Was? Was ist das denn? Okay. Doch, es gibt Fans. F-A-N, nicht F-E-N. Ja, ich weiß, ich schreibe immer. Oh. So. Bam! Stone Age, Stone Age haben wir auch mal fertig. Und man blickt sich um. Alles voll mit höchst komplexen Maschinen. Aber wir haben Stone Age fertig. So. Muss ja keiner wissen. Ja. Nebenbei nicht wundern, warum ich jetzt hier die Bienen doch aktiv mit züchte. Einfach weil wir nicht so viel Zeit heute haben. Klausurvorbereitung und sowas. Und wir halt einiges vorproduzieren müssen. Aber wir müssen auch die Bienen fertig kriegen. Das ist so ein bisschen aktuell unser Problem. Weil wir brauchen halt die Industrious noch. Und wir brauchen halt Royal Jelly noch. Wobei, ja doch, geht eigentlich. Gut, was wollte ich jetzt craften? Stimmt, hier, dieses Iridium. Ja. Denn wir haben einmal Iridium Alloy und das kann ich auch einfach in dem Ding hier drüben reinschmeißen. Ist das eine Platte? Ja. Ich habe doch nur alles für 5 Spawner vorbereitet. Ja, dann mach nur 5 Spawner, ist auch in Ordnung. Also 4 Spawner. Ja, 4 Spawner ist in Ordnung. Ich glaube, 5 Spawner können wir auch gar nicht vom Strom her machen, oder? Stimmt, die ziehen echt hier viel. Kost-Multiplayer sind hier sogar mal 10. Ach du Schande. Gut, weil der Enderman drin ist wahrscheinlich, aber so. Bei Gas wird es ja dann noch mehr kosten. Teure Angelegenheit, das alles, ja. Tungsten-Stil. Wie viel? Ich brauche 2 Platten. Willst du mich verarschen? Was kostet der Kram alles? Was denn? Können wir vielleicht die Metal Press mal ein bisschen dichter hier ranstellen? Hast du Lust, das mal zu machen? Nein, eigentlich nicht, aber ja, kann ich machen. Ja, weil dann könnte man hier die Spawner hinbauen auch. Hier wäre halt gut Platz dafür, deswegen. Mhm. Also, wäre zumindest ein Vorschlag. So, Meta Fabricate. Ach du Schande, ey. Ach du Scheiße. Fluid Electrolyzer. Ich brauche ja alles. Wo ist das denn jetzt hingeflogen? Da unten. Extraktor kann ich nicht bauen. Ach du Scheiße. Mach mal erst die schöne neue Kapazität. Wir haben keinen Refined Iron mehr. Oh. Haben wir denn noch Quarz? Ein bisschen, aber auch nicht viel. Shit. Wir haben wieder nichts mehr. Ja, und du leckst mal wieder. Ich guck jetzt nach, wer das ist. Kleine Information. Achso, wir brauchen. Na, du? Achtung. Nein, ich. Gut, ja. Ich würde einfach mal raten, dass mein Internet gerade abstürzt oder abgestürzt ist. Von daher machen wir hier mal einen ganz kurzen Cut und dann bis gleich.
Und damit sind wir wieder da. Mein Internet ist wirklich abgestürzt, aber Tom ist gleichzeitig auch. Wir haben eben die Zeit, sage ich jetzt mal, wo wir davon ausgegangen sind, dass Internet wieder abstürzt. Sagen wir es mal so rum, haben wir ein bisschen genutzt und haben ein bisschen was vorbereitet. Denn ich habe gesehen, wir brauchen hier jede Menge Chrom und Titanium. Chrom würde man aus Ruby Dust bekommen und den Industrial Electrolyzer. Und Titanium würde man aus Bauxit bekommen, beziehungsweise Small Pile of Titanium würde man dann halt rausbekommen. Problem ist nur, wir wissen nicht, wie man vernünftig Bauxit bekommt, da einfach keine vernünftigen Rezepte da sind und beim Farmen hat Tom halt bis jetzt noch nichts gefunden. Aber wir haben gesehen, dass man sowohl die Chrom-Ingots als auch die Titan-Ingots als auch die Sachen, die wir brauchen, diese Highly Frequented Dinger, in End-Cities sind. Und da hat Tom hat da keine Kosten und Mühen gespart und hat zwei Siedlungen durchsucht und direkt drei von den Dingern gefunden, die wir brauchen. Plus auch ein bisschen Chrom und ein bisschen Titanium. Also, wenn ihr nicht, und die Energy Flow Circuit auch, wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Zeug herkriegt oder es nicht zusammenkriegt, geht einfach ins End. Da ist es drin anscheinend. So, ich möchte jetzt aber gerne, stimmt, Iridium Alloy brauchte ich noch, und zwar drei Stück. Währenddessen hat Tom auch das Ding hier umgebaut. Rate mal, wie viel der Spawner an Energie braucht pro Tick. 5000? 16.000 I. Was? Ich weiß nicht, dass die Einheit ist 1 zu 1 FE. Na gut. Jetzt mich 16.000? Mhm. Naja, reicht der Generator vorne und hinten nicht. Ja, wenn nicht, mache ich da einen leichteren Kompressor da rein. Alles gut. Ja, okay. Wird interessant, sagen wir es mal so. Ja. Hallo? Also, falsches Fenster. Ich möchte gerne Lapatron Crystals. Zwei Stück habe ich, das heißt, ich brauche hiervon noch 6 weitere. Ach, habe ich sogar alles da. Wow, geil. Und 6 von denen. Und dann einmal das Ding. Lapatron Energy Orb. Okay. Was ist das denn? Klingt interessant, was? Was das ist? Das sind, also Tech Reborn hat sich, glaube ich, ich sag mal, stark inspirieren lassen von Industrial Craft. Lapatron Crystals sind die gleichen wieder. Werden hier auch genauso gecraftet. Stimmt. Also, ich gehe davon aus, die haben sich gut inspirieren lassen, um es mal so zu nennen. Ja, was denn? Was willst du denn sonst dazu sagen? Nichts. So, MF. Ich baue dir schon mal die. Wie heißt's? Die, ja, Dingsbums und so. Ach, kenne ich, ja. Ja, die Vibrant Capacitor Bank. Ach, genau. Die kann, glaube ich, 25.000. Ich habe keine Ahnung, die ist auf jeden Fall variabel. Ich erinnere. Ja. Also von daher können wir da auch einfach mehrere reinpacken. Ich liebe einfach Ender.io. Ach, Mist. Könntest du mir Redstone Plates machen und ins System reinschmeißen? Kann ich machen, ja. Dann mache ich währenddessen schon mal weiter. Welcher Maschine waren das? Plate Bending, glaube ich. Ja, nee. Das kann sein. Ach nein, ich brauche die Industrial Centrifuge. Ja. Was braucht die? Gar nichts, nur Strom? Wo hast denn du die Upgrades reingebracht? Womit hast du die Tech Reborn Maschinen abgerissen? Gar nicht. Mit nee, abgebaut halt. Mit der Wrench. So, ja, sehe ich gerade. So, weil die braucht anscheinend keine extra Blöcke, so wie es aussieht. Und tatsächlich nicht. Also wäre angenehm, weil ich brauche nämlich Zeug von der. Ach. Ich habe auch einen ganzen Haufen Refined Iron vorbereitet. Also wir waren ein bisschen produktiv, zumindest mal ausnahmsweise. Ja, und in 20 Minuten war die Internet weg.
Also, wo wir gedacht Ja. haben, dass es wieder weggeht. Das waren, glaube ich, mehr als 20 Minuten. Ja, ich glaube auch schon wieder. Kostbare Zeit. So. Ja, kostbare Zeit, die wir auch hätten aufnehmen können. Sag nichts Falsches. Was denn? Nichts. Ja, du hast ja keine Zeit. Was? Was habe ich da eben zu hören bekommen? Ja. Oh nein. Ich brauche Basic Circuit Boards. Habe ich eigentlich welche gemacht? Sogar für die Garden Dodges brauchte ich die, glaube ich. Ja, hat aber scheinbar nicht gereicht. Ich habe da 7 Stück gemacht. Ja, ich habe mehr gebraucht, viel mehr. Okay. Also ich habe, glaube ich, 50 Electrolyzer gefühlt schon gebraucht. So, dann Redstone. Du hast doch sicherlich gerade nichts zu tun, oder? Doch. Schade. Boah, gerade die Abfalle. All die ändern Ja, dann. brauchst du nicht. Oh. Meins ist Nö. wichtiger, glaub mir. Ja, glaube Also, ich. streng Warum genommen habe ich nicht wirklich, ein aber Skelett davon mal gemacht? abgesehen. Naja, also ich mache auch eine Quest, aber eine Langzeitquest. Ich mache eine wichtige Quest. Und du? Ich auch. Dafür kriegen wir einen Diamond Coin. Oh, wow, den wir auch brauchen. Ja, das wundert mich auch noch, dass wir. Also, man kann quasi nicht mal, wenn man zu zweit spielt, den ganzen Shop leer kaufen. Das wundert mich immer noch. Bisschen unlogisch, aber nein. Ja, gut. Weil selbst schon zu zweit, wie soll das denn allein sein? Ja. Hast ja die Also alleine Hälfte. ist nicht möglich. So, dann einmal hier Ich meine, wechseln. das Blöde ist, man kann auch nicht hochcraften. Man kann nur runtercraften. Ja. Das ist auch ein Das. bisschen komisch gemacht. Ja, das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum. So, 8 Stück. Ah, gut. Besser als nichts. Damit kann ich erstmal weitermachen. Mist, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie lange die Folge, der erste Teil der Folge geht. 5 Minuten. Ach so, okay. Wenn du es weißt. Das war echt nicht lange. Ich habe jetzt nur geraten. Das ist Ja, gut. ich nehme dich jetzt einfach mal beim Wort. Oh ja. Können wir hier Redstone So. Conduits machen? Das wäre sehr, sehr nett. Glowstone. Haben wir. Oh, wir haben genug Glowstone. Glück gehabt. Natürlich gibt es keinen. Ah, doch, gibt es schon. Aber man kann die nicht So. herstellen. Super. Hä, was denn? Man kann kein Redstone Alloy machen und das braucht man für Redstone Conduits, sonst kann man die herstellen. Super. Okay. Dankeschön. Bitte. Außer aus Material Crates. Das will ich nicht riskieren. Ach, Empty Cell. Okay. Das heißt, ich darf jetzt hier immer irgendwo eine Tür reinbauen. So. Die altmodische Holztür, Vanilla-Holztür natürlich. Nein, da muss eine Panzerglastür rein. Ja, du bist ein Panzerglastür. 1250 Sekunden dauert das. Was? Die 60k Helium Coolant Cells. 1002, das sind ja 12, nee, 1200. 60 Minuten. Das dauert eine Stunde. 1200. 1200 Sekunden sind keine 60 Minuten. Ach nee, Seconds, Das 1250 Seconds. sind Ich hab. das sind 10 Minuten. Nee, Nee, 20. 20. 20 plus, wir haben. Der ist fertig. Und kein Strom mehr, weil das Ding viel zu viel zieht. Super. Ja, aber. Ich werde da einen anderen Kapazitor reinmachen. Weil der konnte nicht einmal spawnen, der Strom war schon unten. Kapazitor. Ja, da bin ich dabei. Was? Capacitor Bank. So, stimmt, wir haben ja nur 5000, deswegen. Ah, ja, Ja. gut. Ich habe noch nicht überlegt, aber jetzt zieht er nur So, 1100. und den Fluid Replicator. Spawnen wir aber zu Oder auch langsam. nicht, weil mir Laptron Crystals 2 Stück fehlen. Hält er denn? Ach. Gut, ich warte lieber. So. Ist, glaube ich, auch besser. Oh nein. Nein, bitte nicht. Oh, wir haben Tanks nur. Tungsten. Ja. Ja, Glück gehabt. Habe ich doch gefarmt. Hast doch auf mein To-Do Boah, geschrieben. stimmt ja. Ich habe gerade echt einen Endlich halben ein bisschen. Herzinfarkt bekommen. Ganz ruhig. Na los, komm schon, ich brauche ein bisschen Tanksten. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwer vom Stuhl fällt. Du könntest, wenn du.
Lust hast, einfach mal ein paar mehr Overclocker bauen. Overclocker. So. Was und kommt so. Du kostest ja nicht. Danke. So, was fehlt mir hierfür jetzt alles? Ich brauche 8 von denen. Das wird teuer. Das heißt, 2 von denen. 4 von denen. Das heißt, ich brauche 8 von denen. Heißt, ich brauche 16 von denen. Oh, Glück gehabt. Scheitert nur am Gold gerade. Gold hatte ich sogar in den End-Dungeons noch gefunden. Bisschen was. Ja. Little bit. 8 von denen. Oh, hat gereicht. Wunderbar, wir haben die Capacitor Bank. Nice. Also, ich gebe mal kurz ein paar Quests wieder claim. So, was haben wir hier noch so Schönes? Wir sind fast mit dem nächsten Kapitel fertig. Das ist schön. Also, die normale Capacitor Bank, weg mit dir. Und die bessere. Ach, ist das angenehm. Also wir produzieren... Warte mal, Max Output, Never Active. Also wenn er... Das sind nicht mal 5000, die er produziert. Ja, weil er immer nur kurz anspringt. Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Darf ich mal ganz kurz? Das ist die Kacke. Ja. Sind wir irgendwo gedroppt eigentlich? Ja, ich will hier einfach aus Sicherheitsgründen... Wir brauchen mehr von den Seeds noch mehr. Können wir Weizen irgendwie noch so sieht's irgendwie? Warte mal. Nein. Zweck. Doch, du sollst hier rausnehmen. Zweckmüll. Glück gehabt. Du sollst hier rausnehmen. Soll ich hier eine Zweckmüll mit anschließen? Wir haben 50.000 Weizen. Weil dann wird das Weizen auch noch zu sieht's gemacht. Ja, kannst du gerne machen. Ich bin nur gerade am überlegen, warum. Obwohl wir angeblich Strom plus machen, der hier Strom minus macht. Oder ja, machen nicht. Wir... Over. Ist das jetzt kaputt oder machen wir Strom? Nee, ist kaputt irgendwie. Jetzt funktioniert's. Gut, jetzt immer noch. Ja, es funktioniert immer noch. Ja, hier die Capacitor Bank hat sich nicht richtig aufgeladen. Ah. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Seeds. Ja, aber ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.